Hallo meine lieben kleinen Minecraft-Wölfe! Ich bin's, euer Kube, der liebe Gaming Minecraft! Verrückte Wolf. So, wir haben beim letzten Mal, Sprachfehler hochziehen. Ich bin schon wieder total in der Birne, weil viel zu tun und alles hin und her. Aber wir haben heute was Wichtiges zu erledigen. Ihr habt entschieden, die beiden Gäberer sind definitiv schuldig. Aber ich meine, das haben Esel und Pferd ja auch schon gesagt. Und, ja, was noch dazu kommt, ihr habt entschieden, Strafe ist Kitzeln mit Schwert. Also werden wir dieses Urteil heute auch vollstrecken. So, Schwien, wo bist du? Hallo, Schwien? Schwien? Ach, da hinten ist Schwien. Ups, bin ins Wasser gefallen. Schwien, willst du dabei sein? Willst du mitkommen, wenn jetzt ich habe gar keine Karotten mehr. Die Gäberei bestraft werden? Nee, du willst dir das nicht mit angucken? Okay, denn voll richte ich das weg. Ne? Ich mach die Bestrafung jetzt, denn einmal schnell fertig. So, und zwar laufen wir. Hallo, wer bist denn du? Wie viele Villager habe ich denn jetzt hier eigentlich? Das werden ja immer mehr. Müsst ihr nicht eigentlich mittlerweile auch irgendwo mal einen Eisengolem spawnen? Wie viele Villager war das nochmal? Hallo Dummi und Dullis? Wie viele Parma habe ich denn? Achso, so. Echt? Okay, wenn er das war. Na gut, aber wir haben jetzt hier ein Werk zu vollrichten. Zack. Bleib weg. Zack. So, meine Freunde. Ja, du brauchst dich gar nicht hinter der Tür zu verstecken. Nee, ihr werdet hier nicht rausgelassen. Ihr wurdet für schuldig befunden. Ihr seid hier einfach, habt das Haus übernommen und habt dann noch die Familie vom Vizepräsidenten dieses Dorfes, Schwien, hingerichtet. Das heißt, für euch kommt jetzt Strafe durch Kitzeln mit Schwert. Der erste ist weg. Und jetzt? Nein, es gibt keine Gnade. Wusch. So. Strafe wurde vollzogen. Vielleicht nicht die humanste Strafmethode, aber ganz ehrlich, wir haben hier noch ganz andere Sachen zu bauen und wir haben hier noch ganz andere Sachen zu machen. Da haben wir nicht die Zeit, die ganze Zeit auf zwei Gäberer aufzupassen, dass die hier auch ja kein Blödsinn machen. Und noch weitere meine armen Tiere, beziehungsweise mein armes Schwein vielleicht noch töten. Das kann ich nicht zulassen. Deswegen, Präventivstrafe musste sein. Bin ich ein Freund von solchen Strafen? Eigentlich ganz ehrlich nicht. Muss das in Minecraft geduldet werden? Müssen vielleicht nicht, aber ich habe es hingenommen. Entschieden wurde Strafe durch Schwertkitzel. So. Strafe wurde vollführt. Wieso habe ich so viele Nein hier drin? Habe ich die aus Versehen aufgenommen? Natürlich. Ich gebe zu, es ist eine etwas harte und grausige Strafe. Aber wir müssen ganz ehrlich sagen, ihr Verbrechen war leider auch nicht gerade milde, ne? Und von daher müssen wir nun mal Gerechtigkeit walten lassen. Eigentlich wollte ich hier ja noch weiter bauen, aber ich war jetzt so durcheinander durch
das böse, böse Verbrechen und die Trauer meines armen Schwiens. Was mache ich denn hier jetzt gerade? Dass ich gar nicht mehr so richtig dazu kam, hier weiter zu bauen. Deswegen werde ich das jetzt auch nochmal hier so nebenbei machen. Ja, Leute, ihr habt's gesehen. Ich musste Gerechtigkeit walten lassen. In diesem Dorf wird sowas nicht geduldet. Wer mein armes Schwein und seine Familie angreift, hat mit Konsequenzen zu rechnen. Ja, ich hoffe ja, dass Schwein jetzt nicht, dass hier irgendwann nochmal eine neue Schweinedame auftaucht und er eine neue Familie gründen kann. Er soll ja nicht ewig alleine bleiben. Ne, also. Aber ich hoffe, dass Schwein jetzt zumindest etwas zufrieden ist mit der Strafe, die hier ausgesprochen und vollführt worden ist. So, wie groß wollte ich das hier eigentlich machen? Ich weiß das gar nicht. Ich hätte jetzt 1, 2, 3 in die Richtung, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. Hier ein. Achso, und dann in beide Richtungen 4, ne? Das heißt, es sind 9. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. Und 9. So, jetzt müsste ich hier eine quadratische Form hingekriegt haben. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Zack. So. Oh, die Steine reichen nicht. Okay. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. So, dann haben wir das schon mal fertig gebaut. Schwein, Schwein, warte mal kurz auf mich. So, wie du siehst, du bist nicht Schwein. Schwein! Schwein! Ich muss dir was mitteilen. Schwein, wo bist du? Hallo, Schwein? Ups, schon wieder ins Wasser gefallen. Wo ist denn Schwein? Schwein! Ja, hallo. Falls du noch nicht mitgekriegt hast, Doc. Ah, du hast es schon gemerkt. Hast du dich ihr denn auch schon vorgestellt? Nein, noch nicht? Okay, das solltest du aber schnell nachholen. Ja, ich habe das Strafmaß vollführt. Und ich hoffe, das ist eine Lehre für alle anderen Geber. Die werden hier euch nicht mehr belästigen, hoffe ich. Okay? Gut. Ja, damit ist Schwein denn jetzt auch zufrieden? Naja, was heißt zufrieden? Also er ist zumindest zufriedener. Und ich hoffe, dass solch ein unerhörtes Verbrechen nie wieder hier stattfinden wird. Und dass wir jetzt in Zukunft keine Dumpfnasen mehr haben, die meinen hier einfach, sich über Vizepräsident Schwein hier hinwegsetzen zu können. Wer das nochmal wagt. Jetzt gibt es einen Präsidentsfall, jetzt wird hier gar nicht mehr lange diskutiert, dann kommt sofort dieses Strafmaß zum Tragen. Nee, also, nur damit das schon mal klar ist. Habe ich jetzt überhaupt richtig? Nee. Da soll das hin. So. Dip, 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 dip. So. Wir haben das hier noch mal ein bisschen ausgeleuchtet. Und, ja, morgen werden wir hier denn das Nether-Portal hinsetzen. Und, wenn wir schauen, werden wir vielleicht den ersten kleinen Abstecher ins Nether machen. Nee. Und, wie ich sehe, sind da noch... Ist das da hinten jetzt Schwein? Wieso Schwein sich tatsächlich meinem Rat zufolge und sich der guten jungen neuen Dame hier vorzustellen? Ich habe selber noch gar nicht gefragt, wie die heißt. Aber das können wir morgen nachholen. So, ich hoffe, euch hat der Part heute wieder gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne noch eine positive Bewertung da. Schreibt mir natürlich noch was Nettes in die Kommentare. Und
Ja, fandet ihr jetzt meine Strafe zu grausam? Obwohl, eigentlich war das ja nicht allein meine Strafe. Ihr habt das ja auch in die Kommentare geschrieben. Ja. Na gut, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr lasst mir auch noch ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Unterstützt mich fleißig, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Lasst mich noch eine Glockenaktivierung hier und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich bin schon wieder total gaga in der Birne. Aber das kennt ihr ja nicht anders von mir. Und wünsche euch damit einen schönen Mittwoch. Au. Bye, bye.